Hallo ihr Lieben, hier ist Trisha Gayler mit einem Mandela-Effekt-Video, das ich nicht geplant hatte. Deshalb jetzt nur eine Top 3. Gestern hat mich etwas sehr überrascht, gelinde ausgedrückt. Also etwas, das man eigentlich wissen müsste, aber weder ich noch andere wirklich wissen, die ich kenne. Und ich will mal wissen, ob ihr das wisst. Also der erste Effekt ist wirklich. Das war das von gestern Abend. Also ich habe Fernsehen geschaut und da kam eine Doku über die NASA, das NASA-Raumfahrtprogramm, ja. Und da wurde dann so erwähnt, da wird so erstmal so ein Modell gezeigt von Skylab. Und erstmal wusste ich nicht, was Skylab ist, ja. Ich habe halt gedacht, okay, es war halt so ein Modell, das mal so eine Idee, die mal als Modell verwirklicht wurde. Und so ging es da um eine Raumstation, ja. Und da haben die echt gesagt, dass die 74 die erste Raumstation ins All geschossen haben. Und es gab wohl 5 Stück, glaube ich, wenn ich richtig das noch in Erinnerung jetzt habe. Da habe ich das gegoogelt und ja, also Anfang der 70er Jahre oder Mitte gab es wohl die erste Raumstation da oben. Ich hatte keine Ahnung, dass das überhaupt existiert hat. Also nach meinem Wissen war die erste Raumstation die mir. Ja, die immer ständig irgendwelche Fehler hatte und gebrannt hat und bis dann die ISS kam, ja. Als meine Mutter nach Hause kam, die war auf dem Geburtstag von einer Freundin, habe ich die gleich gelöchert, weil die war damals 17, ja, 18 Jahre alt und habe ich die gefragt, habe ich gesagt, sag mal, gab es damals echt schon Raumstationen, ja? Hieß die Skylab, Mitte der 70er, so 74 ist sie hochgeschossen worden. Da sagt die zu mir, hast du sie noch alle, ne? Ja, das gab es natürlich nicht, ja. Die waren ja noch gar nicht so weit. Die waren zwar auf dem Mond, aber es gab doch keine Raumstation damals. Gab es anscheinend doch. Also ich habe es gefunden im Internet. Nie davon gehört, Skylab. Also ich zumindest nicht. Für mich ist das ein Mandela-Effekt, weil sowas müsste man wissen. Man kennt ja auch die mir. Warum kennt man Skylab nicht? Ne? Und egal, wen ich frage, die damals gelebt haben, die haben davon keine Ahnung. Wisst ihr das? Seid ihr darüber informiert, dass es in den 70er Jahren, also Mitte der 70er, schon eine Raumstation gab von den Amerikanern? Klärt mich mal auf, ne? Lasst mich mal wissen, was ihr darüber denkt und ob ihr das kennt. Dann sind wir schon bei Nummer 2. Also ich habe mir mal die Bilder der chinesischen Mondmission angesehen. Und irgendwie war ich nicht nur enttäuscht, sondern so ein bisschen, es hat mich überrascht, weil heutzutage erwartet man einfach was anderes, wenn man an Bilder denkt, ja. Die Auflösung und alles war wirklich, wirklich schlecht. Und es hat mich zu sehr an diese Neil Armstrong-Mission erinnert, ja, von den 60er Jahren. Also man hat heute schon was anderes irgendwie erwartet. Also das lässt mich zweifeln jetzt, ob wir wirklich auf dem Mond waren. Oder ob die Chinesen dort waren. Ich glaube es schon nicht mehr. Ja, wirklich ohne Witz. Also, weil die Bilder sind, die ähneln denen so sehr. Ja, nicht nur von der Qualität, sondern auch von so, wie die gestellt sind. Ja, sag ich mal. Ob das Absicht war oder ich habe keine Ahnung. Also, es lässt mich sehr zweifeln an der ersten Mondmission und an der chinesischen. Also. Mandela-Effekt oder nicht, es ist komisch. Was haltet ihr davon? Kommentare. Ja, und der letzte Effekt, der hat mich auch weggehauen. Und zwar gibt es ein Gemälde von Heinrich dem VIII. Von England. Der König von England, ja. Man kennt ihn, er hat halt die Scheidung durch Enthauptung erfunden. Hast du die Schnauze voll von der Alten, ne? Kopf ab. Und so. Ja. Es gab ein Gemälde von ihm und ich habe dieses Gemälde auch gesehen, also als ich in England gelebt habe. Der hatte ein Truthahnbein in der Hand, ne? So an der Seite. Das Gemälde gibt es nicht mehr. Er hat jetzt einen Handschuh, glaube ich, in der Hand. Sieht aus wie ein Handschuh. Es gibt kein Truthahnbein mehr. Ich habe ein Bild gefunden und er hält sich das Truthahnbein an den Kopf, aber ich glaube, das ist echt gestellt. Aber das Bild mit dem Truthahnbein gibt es nicht mehr. Der Schenkel, der Truthahn-Schenkel, den er so an der Seite gehalten hat.
Verstehe ich nicht. Also, wo das Bild hingekommen ist. Das Gemälde war ja da. Ja, das hat es ja gegeben. Ich habe es ja gesehen. Der hatte keinen Handschuh in der Hand. Der hat einen Truthahn. Schenkel da, ne? So. Kennt ihr das Gemälde? Was haltet ihr davon? Ist das ein Mandela-Effekt? Oder erinnert ihr euch an den Handschuh, dass er einen Handschuh in der Hand hatte? An was erinnert ihr euch? Ja, lasst mich das mal wissen. Ich bin da echt, also ich bin ganz verwirrt, ich kann gar nicht glauben. Das hat mir Marti geschickt. Und ich musste wirklich erst gucken bei Google, ob das auch stimmt, weil ich das Gemälde halt kenne, ne? Und es hat gestimmt. Man findet es wirklich nicht mehr. Also danke, Marti. Ich verlinke seinen Kanal unten in der Beschreibung. Ich bin immer noch geflasht, dass das Gemälde verschwunden ist. Aber naja, an was erinnert ihr euch? Was ist für euch von den dreien ein Mandela-Effekt? Was kennt ihr nicht? Kennt ihr die erste Raumstation? In den 70er Jahren. Ja, also ich war echt geschockt gestern. Noch nie gehört. Naja, aber man kann nicht alles wissen, also klärt mich auf und abonniert meinen Kanal, Daumen hoch, Glöckchen anklicken, das wäre super. Dann erfahrt ihr, wann das nächste Video hochgeladen wird und bleibt mir treu, helft mir wachsen und danke, 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 danke für die tollen Kommentare, Daumen hoch und was auch immer. Kommt wieder. Schaut euch meine anderen Videos an. Viel Liebe.